Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Stahlbänder. Manche lieben sie, manche hassen sie. Für den einen gehören sie unbedingt zur Uhr. Der andere sagt, kommt mir niemals an den Arm. Ich gehöre weder zu der einen noch zu der anderen Gruppe. Ich trage Stahlbänder, ich trage auch andere Bänder, ich trage an den gleichen Uhren mal Stahlbänder, mal andere Bänder. Aber was ist der Ausschlag für mich, bestimmte Stahlbänder lieber zu tragen oder bestimmte Stahlbänder nicht so gerne zu tragen? Ich möchte in diesem Video meine persönlichen Kriterien für ein für mich persönlich gutes, gut tragbares Stahlband erläutern und auch sagen, warum ich den zugegebenermaßen etwas auf Klicks ausgerichteten Titel Stahlbänder Viagra für Uhren gewählt habe, weil ich der Meinung bin, dass bestimmte Stahlbänder Uhren so groß machen, dass aus einer gut tragbaren Uhr für bestimmte Armgrößen eine untragbare Uhr wird. Aber darauf gehe ich im Video noch etwas näher ein. Ich werde mich in dem Video auf Stahlbänder beschränken, die ich zeigen kann und daran exemplarisch sagen, was mir persönlich wichtig ist, gut gefällt, weniger gut gefällt. Ich werde Bänder mit einem komplett flexiblen Anstoß außen vor lassen, wie zum Beispiel Milanese-Bänder oder Bänder mit geradem Anstoß, die kein integriertes Endstück ans Gehäuse haben. Einfach weil ich sie nicht habe oder nicht so viel davon habe, weil sie mir nicht gefallen und weil sie in vielen Punkten, die ich ansprechen werde, Leder- oder Kautschukbändern zu ähnlich sind. In einigen Punkten, nicht in allen. Ja, Leder und Stahl ist für viele eine Frage der Mode. Mit Mode kenne ich mich nicht aus. Oder eine Frage des Einsatzzwecks. Aber für Einsatzzwecke gibt es meistens zwei oder drei Alternativen. Bei mir geht es um die Optik. Was macht das Stahlband mit der Uhr? Wie wirkt die Uhr mit dem Stahlband am Arm verglichen mit einem anderen Band? Und was macht das Stahlband mit dem Tragekomfort für mich persönlich? Darum soll es gehen. Und darauf gehe ich in diesem Video anhand von einigen Beispielen im Einzelnen ein. Bei meinem Video heute geht es nicht darum, welche Stahlbänder besser oder schlechter sind, sondern ausschließlich darum, was mir auffällt, wo die Unterschiede liegen und vielleicht auch, wo meine Präferenzen sind. Und nicht darum, welches Stahlband ist jetzt welchen Betrag wert. Das zu beurteilen ist sowieso ohnehin immer unglaublich schwer. Ich fange mal einfach mit dem Punkt an, der bei meinem Titel wahrscheinlich ins Auge gesprungen ist, Stahlband gleich Viagra für Uhren. Ich meinte damit, dass manche Stahlbänder Uhren unglaublich viel größer machen, sowohl in der optischen Erscheinung als auch am Arm, und andere Stahlbänder die Uhr im Prinzip genauso lassen, wie sie sind. Fangen wir mal mit der Circular Supersport an. Wenn ich mir diese Uhr hier anschaue, dann kann man sehr gut auch von der Seite sehen, dass das Stahlband so gut wie nicht übersteht und fast senkrecht an der Uhr abfällt, ohne großartig die Uhr über die Hörner hin zu verlängern. Das ist also quasi kein Viagra. Im Vergleich dazu die Stova ProDiver. Wenn ich mir diese Uhr anschaue, dann kann man sehr gut sehen, um wie viel das Band die Uhr vergrößert. Ich messe das auch einmal aus. Und zwar messe ich nur die reine Gehäuselänge, bevor das Stahlband ansetzt. Das beträgt hier 50,3, 50,4 mm. Und wie ihr sehen könnt, die Endlinks des Stahlbandes bewegen sich überhaupt nicht und machen die Uhr wirklich über die Hörner hinaus deutlich größer. Und jetzt messe ich mal die nicht flexiblen Endlinks der Uhr und komme auf
57,3. Das ist schon ein richtiger Unterschied. Und auch am Arm zeigt das, dass die Uhr mörderpräsent ist und bei mir die Stahlbänder quasi senkrecht abfallen und so gut wie überhaupt keine Rundung mehr aufweisen. Das meine ich mit Viagra für Uhren, wenn ich sage, dass bestimmte Endlinks die Uhr unterschiedlich groß oder klein machen. Ein anderes Beispiel dafür, wo es überhaupt nicht auffällt, das ist die Mühle Rescue Timer. Hier haben wir einen geraden Anstoß und das Band knickt sofort ab und lässt an schmalen Handgelenken nur die reine Uhr von der Größe her auf dem Arm übrig, ohne dass da in irgendeiner Weise noch etwas zur Seite raussteht. Ein komplett anderes Beispiel ist die Vampe Iron Walker. Eine an und für sich wirklich schöne, kleine, tolle Uhr, die aber durch den proprietären Bandanstoß, wie ihr sehen könnt, nur das Stahlband zulässt und das Stahlband ist zudem relativ starr, sodass das hier im Prinzip die gesamte Fläche ist. Zwar schon gerundet, aber man muss halt an irgendeiner Stelle des Arms diesen Durchmesser haben und der Durchmesser beträgt hier auch 56 mm für eine Uhr, die nur 40 mm im Gehäusedurchmesser hat. Das heißt, ich muss den Arm hier irgendwo 56 mm breit haben, damit dieser Abstand nicht absteht. Das macht das Band für mich zu einem nicht in jedem Fall gut tragbaren Band. Eine andere Sache, und wir bleiben noch bei den Anstößen, das ist bei der Sinn 910 das feingliedrige Band. Die Uhr ist mit 41 mm nicht besonders groß, aber, und das zeige ich euch jetzt, die Anstöße sind so gemacht, dass nicht die Anstöße an der Uhr wegknicken, sondern das erste Glied des Bandes wegknickt, sodass auch hier eine Verlängerung der Uhr, zumindest des starren Teils der Uhr, auftritt. Ich werde das auch nochmal durchmessen. Die Uhr hat, wie gesagt, selber 41 mm im Durchmesser. Mit Stahlband kommen wir aber auf 54 mm starren Teil, der auf dem Arm aufliegt. Das ist etwas, was halt bei unterschiedlichen Bändern unterschiedlich stark zutage tritt. Wenn ich den Guinan Flight Engineer nehme, der ein ähnliches Band hat wie die zweigliedrigen Stahlbänder von Sinn, hier tritt das auch auf, aber nicht ganz so eklatant. Die Uhr hat, auch das messe ich kurz nach, ich meine 40 oder nein, Lag to Lag hat sie bei den Hörnern 49. Und wenn ich jetzt die starren Endlinks nehme, komme ich hier in Anführungsstrichen nur auf 52,5. Also das macht einen Unterschied, ob ich 56 oder 52 im Durchmesser habe. Ja, das ist das, was ich mit Viagra für Uhren meine. Wenn ich nochmal die Stova Pro Diver nehme, das macht schon eine richtig fette Uhr. Dadurch, dass die Endlinks auch noch integriert sind, sich quasi bis auf den kleinen Spalt nahtlos ins Gehäuse einfügen, macht das schon eine mächtig präsente Uhr auf dem Handgelenk. Und das muss man einfach mögen und wissen. Ein zweiter Punkt bei Stahlbändern, der mir persönlich immer sehr wichtig ist, das ist die Schließe. Und bei der Schließe gibt es unterschiedliche Grundkonzepte. Wir haben einmal das Konzept der Schmetterlingsschließe, wie bei dem fünfgliedrigen Band von Sinn. Das Band öffnet sich nach beiden Seiten und wird dann über Druckknöpfe verriegelt. Meist mit einem Drücker, der unter dem Band zum Arm hin liegt und dann aufgedrückt werden kann.
Es gibt keinen Sicherheitsmechanismus, es gibt keine Bandverlängerung. Das Ganze passiert nur durch Einsetzen oder Entnehmen von Gliedern. Meistens gibt es hierfür dann auch kurze Glieder oder halbe Glieder, um die Uhr entsprechend anpassen zu können. Dann gibt es auch einen anderen Verschluss, und zwar den klassischen Bügelverschluss, wie hier bei der Guinan. Außen schön flach, mehrere Löcher zur Feinverstellung in der Uhr, mit keiner Tauchverlängerung hier an der Uhr, das zeige ich euch an der anderen, und mit einem Drücker versehen, zwei seitliche Drücker, um die Uhr zu öffnen. Was ich immer noch sehr gerne habe, ist ein Sicherungsbügel hier drüber, damit sich das nicht aus Versehen öffnet, wie es zum Beispiel die zweigliedrigen Bänder von Sinn haben. Die Schließe sieht auf den ersten Blick ganz ähnlich aus, aber sie ist unterschiedlich konzipiert. Sie hat nämlich keine zwei seitlichen Drücker, sondern wird durch Anheben geöffnet, hat dann einen ganz ähnlichen Faltmechanismus und eine Tauchverlängerung, sodass man sie auch über den Pulli oder den Neoprenanzug anziehen kann. Und was ich halt sehr gerne mag, ist, wenn ich die Schließe zumache, habe ich noch einen Sicherungsbügel, sodass ich schon zweimal hängen bleiben muss, damit sich die Schließe auf dieser Seite unabsichtlich öffnet. Und zwar zweimal in verschiedene Richtungen. Einmal muss ich so hängen bleiben und dann so. Und erst dann öffnet sich die Schließe auf diese Weise unbeabsichtigt. Diese Schließen haben ein anderes Problem, aber darüber habe ich schon mal ein separates Video gemacht. Das ist auch eine Schließe, wie wir sie schon hatten. Die hatten wir auch. Schauen wir uns eine ganz besondere Schließe an. Und das zeigt, worauf man bei Schließen auch achten kann. Und das ist die Schließe der Wempe Iron Walker. Eine unglaublich schöne, flache Schließe. Die trägt am Arm so gut wie überhaupt nicht auf. Ich zeige euch das mal am Arm. Also das ist wirklich ein Träumchen am Arm. Ganz, ganz flach. Man sieht die Schließe fast nicht. Richtig super. Dafür hat die Schließe einen anderen Punkt. Der Sicherheitsbügel ist relativ klein und es gibt fast nichts, wo man die Schließe anfassen kann, um sie zu öffnen. Man muss wirklich das Band nehmen und mit Kraft nach oben ziehen, um es zu öffnen. Ungewohnt, funktioniert aber sehr gut und macht die Schließe sehr, sehr angenehm flach und dadurch ein wunderbar elegant und bequem tragbares Teil am Arm. Worauf ich ebenfalls achte bei Stahlbändern, und da kommen wir wieder zum Thema Viagra für Uhren, das ist das Gewicht und die Dicke der Bänder. Nehmen wir hier mal ganz konkret zum Vergleich meine Sinn U1 und meine Sinn 856 UTC. Beides sind tegumentierte Bänder. An der Sinn 856 ist noch das alte Band von Sinn verbaut. Und zwar handelt es sich hierbei um ein schlitzverschraubtes Band, relativ dünn, relativ leicht und dadurch sehr komfortabel am Arm zu tragen und auch zu der kleineren, flacheren Uhr sehr gut passend. Die U1 hat schon das neuere Band mit den Innen-Sechskantschrauben. Wenn ich die Bänder gegeneinander lege, kann man sehen, dass das neuere Band mit der Innen-Sechskant fast doppelt so dick ist wie das alte Band und entsprechend schwer. Und dazu muss man wissen, dass mittlerweile auch die kleineren, leichteren Uhren wie die 856 rechts mit dem Innensechskantband ausgeliefert werden. Das heißt, dieses kleine, dünnere Band gibt es bei Sinn in der Form nicht mehr, was ich persönlich ausgesprochen schade finde. Es gibt auch andere Sachen, auf die ich beim Band achte, und das ist die Bandflexibilität. Schauen wir uns mal den Rescue Timer an. Das ist ein Band, was
in jede Richtung komplett flexibel ist. Ich kann die Uhr also wirklich sehr klein zusammenfalten und im Zweifelsfall sogar in die Hosentasche stecken. Ja, ich kann da wirklich ein kleines Paket rausmachen und so in die Westentasche oder Hosentasche stecken. Die braucht dann überhaupt nicht viel Platz. Das krasse Gegenteil, was Flexibilität betrifft, ist wieder die Wempe Iron Walker. Das Band ist so wenig flexibel am Arm, stört es eigentlich nicht weiter, weil es die entsprechende Rundung des Arms schön mitmacht. Aber zum Verstauen, Verpacken bleibt eigentlich bloß ein Uhrenkissen irgendwo flach mit hinnehmen in sein Uhrenetui. Das geht nicht, weil flacher als so kann ich die Uhr nicht zusammenlegen. Das finde ich immer sehr störend. Ist das schon der letzte Punkt oder vorletzte Punkt? Ich habe nicht mitgezählt. Das ist die Möglichkeit, die Uhr an den Arm anzupassen. Und zwar gibt es da im Wesentlichen drei Sachen, auf die ich achte. Das ist einmal die Länge der Glieder. Hier bei der Stova Prodiver haben wir extrem kurze Glieder, was es anhand der Glieder schon ermöglicht, die Uhr vergleichsweise genau und bequem einzustellen. Und natürlich auch die Löcher zur Feinverstellung an der Schließe selber. Ich persönlich brauche keine Schließe, die ich am geschlossenen Arm verstellen kann. Insbesondere diese Ratchet-Schließen nicht, die man auseinanderziehen kann, wo man dann so einen Spalt am Arm hat. Das mag ich überhaupt nicht, ist gar nicht mein Ding. Und so wie die Prodiver kurze Glieder hat, hat das auch die Junghans Chronosport Solar. Die hat aber zusätzlich noch halbe Glieder und die sind extrem klein. Hier kann man das ganz gut sehen. Hier ist ein halbes Glied und das ist wirklich, wirklich klein. Ich guck mal, ob ich es ausgemessen bekomme. Das ist so klein, dass die fehlende Feinverstellung aufgrund der Butterfly-Schließe überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Ja, dieses Glied hat um die 4 mm nur. Das ist richtig wenig und dadurch auch eine Uhr, die sich sehr gut und sehr bequem an den Arm anpassen lässt. Was die Verschraubung der Glieder betrifft, hatte ich ja schon die Schlitz- und die Innensechskantschrauben angesprochen. Es gibt aber auch Bänder, die sind nicht geschraubt in keiner Art und Weise, wie zum Beispiel das der Citizen ProMaster 0140. Das ist nur gestiftet mit Hülsen, muss man ein kleines bisschen aufpassen, aber an und für sich nicht weiter dramatisch, wenn man weiß, wie es geht, hält bei mir genauso gut. Im Gegenteil, Schrauben haben sich gelegentlich selten bei mir schon mal rausgedreht. Einen Stift habe ich noch nie verloren, der ist noch nie seitlich bei mir rausgekommen. Eine Besonderheit wollte ich euch noch zeigen, und zwar ist das die 240 von Sinn. Die hat ebenfalls ein, ja, ich nenne es mal Viagra-Band, denn wenn ich die Uhr ohne Band messe, komme ich auf eine Länge von noch nicht einmal 46 mm. Wenn ich sie mit Band messe, komme ich auf 53,5, 53,6, also auch eine erhebliche Verlängerung. Ich finde aber, bei dieser Uhr passt das optisch unglaublich gut und es könnte gar nicht anders sein. Das ist eine der Uhren, die ich nur ganz selten nicht am Stahlband trage, weil ich hier finde, dass das Band und die Uhr wirklich eine komplette Einheit sind und so getragen werden müssen, vorausgesetzt, man hat dann die entsprechende Breite an der breitesten Stelle des Arms, um mit den 53 mm entsprechend auch hinkommen zu können.
Alles, was ich jetzt sage, geht schon ein kleines bisschen in Richtung Verarbeitung. Und da wollte ich einfach auf zwei, drei Sachen hinweisen, die mir gefallen, die nicht jedem gefallen müssen und die einfach in der Verarbeitung etwas aufwendiger sind oder eben auch nicht. Ich fange mal mit der Citizen ProMaster an. Das Band fühlt sich unglaublich weich und rund an. Da sind keine scharfen Kanten dran. Das ist wirklich sehr angenehm zu tragen. Ein Handschmeichler. Aber dieses Handschmeicheln bedeutet eben auch, dass hier keine ausgeprägten Kanten ausgearbeitet worden sind im Schliff, dass man nicht darauf achten musste, keine scharfkantigen Übergänge zu machen, weil einfach alles relativ rund und weich ist. Und das ist in der Herstellung etwas einfacher zu machen, als wenn ich zum Beispiel ein Band nehme wie bei der Sinn, wo die Kanten des Bandes deutlich spürbar sind und das Band auch eine an den Kanten eckige Form hat. Das Ganze aber ebenfalls ohne unbequem zu sein, ohne zu drücken, ohne zu scharfkantig zu sein. Und hier ist das in der Endkontrolle im Produktionsprozess etwas aufwendiger, weil schlicht und ergreifend der Toleranzbereich sehr viel kleiner ist. Ob die Rundung ein bisschen größer oder weniger groß ist, spielt nicht so die große Rolle, weil weich und angenehm ist es in jedem Fall. Wenn ich hier den Grat zu scharfkantig lasse, wird es unangenehm und tut entsprechend weh. Dann gibt es Bänder, die auf eine ganz besondere Art gemacht sind, wie das der Mühle Rescue Timer mit den Kautschuk-Einlagen. Sowas finde ich immer klasse, sowas habe ich gerne. Ich mag es, wenn eine Uhr etwas anders ist als normalerweise. Das war mein Überblick über Stahlbänder, worauf ich achte, was mir wichtig ist. Ich habe es gar nicht erwähnt, weil ich es eigentlich für eine Selbstverständlichkeit halte. Für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Ich mag einfach massive Endlinks. Ich mag, wenn diese Teile hier, die an die Uhr anschließen, massiv sind und nicht aus gebogenem Blech bestehen. Damit habe ich unglaublich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich muss das noch erwähnen, weil es gibt natürlich andere, es mögen andere auch diese gebogenen Endlinks. Mich persönlich stören die unglaublich. Insofern sind die massiven Endlinks für mich ein absolutes Muss, wenn es darum geht, ein Stahlband für eine Uhr auszusuchen. Ja, ich hoffe, ihr konntet einigermaßen nachvollziehen, wie ich zu meinem Blick auf die Stahlbänder gekommen bin, was mich bewegt, was mich antreibt, ein Stahlband als angenehm und gut zu empfinden und was nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Stahlbändern, freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.